Hallo Grüßer, ich wollte mal schnell meinen World of Tanks gucken. Es gibt Neuigkeiten. Ich glaube, es gibt Geschenke. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Erstmal locken wir uns in Ruhe ein. Und dann schauen wir mal. Das heißt, glaube ich, bei World of Tanks eine wohlverdiente Belohnung oder so ähnlich. Gucken wir mal. Na, guck mal, was da kommt. Oh, die Belohnung für 8 Dienstjahre. Guck mal. Oh, gibt's da einen Wimpel mit einer 8? Ja, Leute, man glaubt es kaum. Ich spiele das Ding jetzt auch schon. Puh. Ja, 8 Jahre. 2011 angefangen. Fast 9. Was gibt's denn hier? Ja, das Wappen halt. Bonus, Bonus. Okay. Das ist immer gut. Sehr schön. Handbuch und 20 Kisten. Machen wir sie mal auf. Gucken wir mal, was es gibt. Schaut doch mal bei euch rein. Gibt ja für jeden eine Belohnung. Mal gucken, was es für 8 Jahre gibt. Asche, 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 Asche. Sehr schön. Und Tag Premium. Cool. Sehr schön. Jawohl. Die nächsten. Sehr schön. Okay. Michail Gaturkov. Oder so ähnlich. Nächsten 5. Sehr schön. 10.000 freie Erfahrung. Gute Freunde meines Kanals wissen, ich grind gerade die Chinesen, kann ich gut brauchen. Gut, USA, sehr schön. Sehr schön. Jawohl, nochmal 10.000. Das ist Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, das war mal meine wohlverdiente Belohnung. Und den Garagenplatz, aber das ist nicht so bei mir das dringendste Problem. Ich habe immer genug Platz, ich verkaufe immer schnell die Panzer, die ich nicht fahre. Okay. Das sind die Dinger, die ich bekommen habe. Gut. Sehr schön. Gut, jetzt habe ich 46.000. Okay. Haben wir denn da? Die Renegade-Herausforderung. Auch eine Neuigkeit. Ich muss sagen, ich finde den gar nicht übel. Ja, den kannst du dann für billig kaufen. Was ich zumindest jetzt schon an Tutorials gesehen habe, hat einen echt geilen Turm. Sein großes. Die Wanne übrigens ist auch nicht schlecht. Im Gegensatz wie heißt der Carnarvon Action X, der andere Premium oder noch andere Premiums, hat eine recht starke Wanne, ich glaube 150er Panzerung. Aber sein großes Problem ist das Ding hier. Und ich denke mal, da werden nicht viele Panzer Probleme haben, durchzuschießen. Ne? Drum ist er, ich glaube, er ist ein recht guter Panzer, aber eben das wird sein Problem sein. Die ersten 2, 3 Wochen werden die Leute noch versuchen, irgendwo durchzuhämmern und dann wissen sie, dass sie da oben durchkommen. Obwohl ein erfahrener Spieler, wenn du dem gegenüberstehst, der trifft einen Coppola, der sieht es und schießt drauf. So, was muss man denn so? Schauen wir mal. Okay. 5.000 Erfahrung. Das schafft man. Da kriegst du 30% günstiger. 9.000 wird schon schwierig. Das wird 17.000. Da muss man lange, lange für spielen. Was muss man denn wenn man umsonst kriegen will? Also sicher spielen. 50.000. Also das ist fast nicht schaffbar. Also als normaler Spieler. Ich denke mal, realistisch ist so, ja. Dritte, vierte Stufe als Feierabendspieler, so wie wir sind in unserem Clan oft. Abends ein Stündchen Zeit oder bei mir jetzt ganz persönlich. Ich glaube, ich schaffe es höchstens bis 4 oder 5. Wir haben natürlich auch ein paar angefressene, ne?
Gell, Wolle? Obwohl der hatte Urlaub. Im Frontline, der hat sich diesen Neuner da erspielt, den es für Frontline gab. Aber als normaler Durchschnittsspieler, der abends ein Stündchen Zeit hat, ich denke mal, 17.000 Erfahrungspunkte ist schon eine Hausnummer. Also das musst du erstmal schaffen. Dann kriegst du, wie viel Prozent? 40% günstiger. Ich weiß gar nicht, was der richtig kostet. Was kostet denn der? Ich glaube, 50 Euro? Gut. Also ich denke, so 20, 30 Euro würde ich für das Ding hinblättern. Das ist meine persönliche Meinung. Mehr ist er, glaube ich, nicht wert, weil er eben, glaube ich, irgendwann das Problem mit dem Coppola hat. Mein Gut, das hat der Carnarvon auch ein bisschen, aber das ist schon ein prägnantes Teil. Ja. Das ist halt, oh Gott, nee, das ist schwierig. Du musst versuchen halt zu kämpfen, irgendwie Holdown, das rechts, weil so schräg an der Kuppe, dass rechts noch ein bisschen Felsen ist, dass du praktisch nur mit der Seite rausguckst. Aber ich glaube, das wird ein richtiges Problem hier. Hier sieht man es, ja, genau, Wannenpanzerung 150, das ist wirklich nicht schlecht für eine Wanne und 250, klasse Turm. Ja. Aber wie gesagt, mehr als 20, 30 Euro würde ich dafür nicht unbedingt hinlegen. Okay, das war noch ein kurzes Infovideo. Ich denke, ich mache in Zukunft öfters mal so Videos. Speziell auch für unseren Clan, falls ich irgendwie Neuigkeiten, falls es Neuigkeiten gibt, meine Meinung dazu. Und schaut mal in eure Garage. Es gibt jetzt diese wohlverdienten Belohnungen. Jetzt 5, 6, 7 oder bei mir jetzt 8 Jahre oder noch länger dabei bist. Es lohnt sich. Ich habe jetzt so einiges an Erfahrung, muss ich sagen. Bin recht zufrieden. 46.000, ja, passt. Wo sind sie? Jawohl. Guck einer an. Das hat mich schon mal ein Stückchen weitergebracht. Ja. Das ist mein nächster. Ja, ich gucke mir das heute Abend mal an. Ich wollte nur eine kurze Info rausgeben, was es an Neuigkeiten gibt. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Däumchen mein Träumchen, wie immer. Und wenn nicht, ist auch egal. Schaut mal wieder rein. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.